Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Partie Blood Bowl. Wir sehen uns in Stins Twitch Ladder und ich spiele wieder mein gemischtes Team, dem Pack chaotischer Spieler, die Humpelkumpel United. Und mein heutiger Gegner ist der Exodius, der mit seinem, ich glaube, Allianz der starken Männer oder sowas. Ich glaube, ja. Seht's mir nach, ich kann noch nicht so richtig die Jungs zusammenhalten. Jedenfalls sehen wir Orks, Echsen und Ogre. Loktar Ogre. Und ich glaube, die Goblins kommen auch noch mit dazu. Weil er hatte hier eine Säge, genau. Goblins, Echsen, Ogre. Orks, genau. So. Orks. Ja, und da bei dem, finde das nicht schlecht, wie er es aufgestellt hat. Also zwei Ogre sind auf jeden Fall schon mal gut, kosten natürlich auch eine Menge. Dafür gibt es dann auch hier zwei Knobler, die nichts kosten. Zwei Skinks finde ich gut, mit dem Ballträger. Ja, er muss halt so einen Quoten-Ork dabei haben, aber ich glaube, ich hätte eher einen Schwarz-Ork gekauft als den Ballträger hier. Der kann ja noch nicht so viel. Ja. Ansonsten, was habe ich gemacht? Ich habe jetzt hier Block gegeben, ich habe einfach mal geguckt. Er hatte keinen Block, da ist auch egal, ob er Block oder Wrestle hat. Und ja, er hier ist ein Touchdown vom Level-Up entfernt, wo ich dann gedacht habe, ja gut, dann kann ich ihm auch noch Wrestle geben. Was haben wir hier gemacht? Ich glaube, genau, ich habe gesagt, ich kicke zuerst, einfach nur, weil ich die letzten Male meinen eigenen Angriff immer verkackt habe. Habe ich gesagt, gut, dann lasse ich mich halt erstmal verprügeln, was natürlich gegen so viel Stärke ein bisschen blöd sein kann, aber dann gab es auch noch Bribes dazu. Sich irgendwer was kaufen können? Ja, ich glaube, ja genau, Exodius hat sich ein Babe gekauft. Das liegt halt daran, dass ich schon Skills habe und er nicht. Apus haben wir mittlerweile beide. Und ich hoffe so ein bisschen, dass ich bei den Winnings eine 6 würfel. Aber wer hofft das nicht? Ja. Oh, ich trinke noch nebenbei Kaffee. Es ist Frühstückzeit. Ja. Und da sehen wir den ersten Block auf Rüstung 9, immerhin mit Mighty Blow, brauchte er aber nicht. Und da ziehe ich auch gleich den Apotheker, wir schauen uns das mal an. Rüstung 10 hat er glatt durchbrochen, danach die Verletzung, die glatte 10, dann haben wir hier nochmal einen Todesfall 6, das ist der Tod, und dann haben wir hier die 5 und die 2. Und wer das jetzt schon weiß, es ist eine Niggling. Herzlichen Glückwunsch, dieser Chaoskrieger hat eine dauerhafte Verletzung und spielt dann auch im nächsten Spiel nicht mit. Ja, war nicht mal Mighty Blows, war ja der Saurier hier, der damit gelevelt ist. Ja, da dachte ich, stelle ich Rüstung 9 an die Linie. Naja, so, und dann kommt die Säge. Kann hier den kleinen Goblin, würfelt die 1, Reroll 1 und verletzt sich selber. Auf Wiedersehen. Wie albern ist das denn bitteschön, oder? Also, naja, gut. Keine Ahnung, vielleicht, weil das Ganze eine Spaßliga ist, denkt sich Cyanide, ja geil, dann machen wir die Würfelergebnisse auch zum Spaß. Ja, hier mache ich gleich einen Fehler, ich hätte einen Goblin da hinstellen können, um mit dem Troll ihn hier zu blocken, aber ich dachte halt einfach, gut, dann steht der Stärke 5 vor dem Stärke 5, der Ogre blitzt niemand anders, der Troll hat Rüstung 9 und Regeneration. Ja. Die beiden können da schön zusammenstellen, stehen. So, da kommt der kleine Knobler zur Unterstützung des großen Mannes. Da kommt der Block. Und der Troll geht zu Boden. Und wir sehen eine Verletzung, die denn da wäre, Miss Next Game. Aber der Troll hat Regeneration und regeneriert.
Ordentlich, oder? Was meint ihr dazu? Naja, und so habe ich nur noch einen Stärke 4 Spieler auf dem Feld gegen eine Menge Stärke. Ja, läuft nicht so, würde ich sagen. Und wir haben den Blitz noch nicht gesehen. Der kann hier auf ihn mit 3 Würfeln erfolgen. Ich weiß gar nicht, ob er das jetzt auch macht. Ja, aber dadurch, dass er von da blitzt, sind es nur 2. Haha. Ja gut, und ich habe einen Gegenblock mit Block, ne? Den kennt er ja von mir, das nehme ich ja auch immer gerne an. In der Hoffnung, irgendwie so ein bisschen die Jungs zurückzuschlagen. So, da gab es jetzt keinen Down, deswegen weg von mir, nicht noch mehr Blocks generieren. Ja, hier kommt jetzt der Blitz auf ihn, um hier einen 3-Plus-Dodge zu vermeiden. Der geht zu Boden, das hat gut geklappt. Ansonsten hätte ich ihn nach da hingeschoben. Und jetzt kann er hier sich auch neu ordnen. So, jetzt kann er hier noch wegdodgen. Zack. Auch das sehen wir. Jetzt kann er hier hinten rüber gehen. Jetzt kann der... Ne, der Chaos Warrior bleibt da einfach stehen. Genau. So. Jetzt gucken wir mal, wer da jetzt geblitzt wird. Ach, der Gutter Runner aus der Mitte. Oh, gut. Kann er auch folgen. Sehr schön. Ja, an der Stelle, ich hätte jetzt eher versucht, und das gucken wir uns hier nochmal an, ich mache mal gerade Pause. Also er hat ja eigentlich noch genug Leute. Ich hätte jetzt versucht, diesen Vermin hier zu blitzen, weil im Endeffekt ist egal. Das Block akzeptiert er nicht und das Defender Stumbles hier auch nicht als Erfolg. Deswegen wäre jetzt eher hier der Blitz gewesen, in die Richtung, in der Hoffnung, dass der Stärke 3 Blockspieler zu Boden geht, hier dann zu stehen, ihn zu binden, den Ogre hier mit auf die Seite zu holen, den hier vorne hinzuholen und dann schon mal einen Skink in Touchdown-Reichweite zu haben. Also er hätte hier gut auf der Seite, wenn man sich mit so viel Stärke auf eine Seite verschränkt, dann, ich meine, ja, ich habe zwar die Hexe und kann ihn da raussurfen, ich will ihn auch auf die Seite haben, weil auf einer Seite lässt es sich für mich einfacher verteidigen, aber nichtsdestotrotz, das hätte ich schon versucht und dann hat er noch genug Züge, um jeden Zug einen nach vorne zu kommen und auf der Höhe hier sind die Skinks in Touchdown-Reichweite. Aber so baut er mich hier relativ gut ein, aber hat natürlich immer die Schwierigkeit, hier hinten seinen Ballträger zu sichern. So, und da sage ich jetzt mal, klassischer Cage an der Stelle ist eigentlich nicht erforderlich, weil er hat Stärke 3, ich komme maximal hier mit der Goblin könnte durch, der könnte durch, jetzt kommt da sogar noch ein weiterer rein, aber bringt mir hier natürlich in der Mitte eine Riesenlücke, sodass ich jetzt die beiden hier von ihren Freunden abschneiden kann, was ich auch mache, kriege hier einen Gratis-Block auf den Skink. Stehe da jetzt erstmal am Ballträger dran, das heißt, da muss Exodius sich jetzt drum kümmern. Hier kann ich jetzt einen Gratis-Block auf den Ogre haben, der jetzt schön zu Boden geht. Und ihr seht schon, geht auch weiter nach vorne. Ich stelle dir da auch noch eine Hexe zum Blitzen hin. Wir haben ja einen Gratis-Bribe, da liegt ein Ogre am Boden, da kann ich mit ein paar Assists, ihr seht hier 5+, leider nur ein Stun. Ja, und da Rüstung 3, Rüstungsbruch K.O. Entschuldigung, nicht Rüstung, Agi 3. Der dodgt auf die 3+. Und ich sage mir, gut, das ist mir kein Reroll wert, weil er hat ja Rüstung 9. Der hält ja bestimmt auch mal so einen Hit auf dem Boden aus, ne? Wenn man erst die Rüstung und dann eine Verletzung machen muss. Ja, ja, so, damit ist mein letzter starker Spieler gegangen. 3 Stück hatte ich, wir sind jetzt in Zug 4, der Ogre. Aber das, die ganzen Rüstung 7 Spieler hier, die sind noch da. 1, 2, 3, 4, 5 Rüstung 7 Spieler. Naja. Die haben ja auch alle Dodge, ne? Bis auf ihn. Und ihn da hinten natürlich, so. Ja, da hinten ist er jetzt freigeblitzt worden, der Werfer hat immer noch den Ball. Das verstehe ich zwar nicht ganz, aber weil mit den Skinks hätte er ja einfach viel mehr Bewegung. Er hat ja mit Bewegung 6
ist er mit den Sauriern sogar richtig, richtig schnell. Also, naja, aber so ist es für mich relativ einfach zu verteidigen. Und wenn ich dann auch noch einen Saurier zum Surf angeboten bekomme, ja, danke, nehme ich das doch gerne an. Ja, also ich versuche jetzt hier an der Stelle so ein bisschen ja, kriege ich ja noch eine Gratisverletzung dazu. Also ich muss jetzt ja irgendwie wieder meinen Feldvorteil hinkriegen. Ne? Ich meine, das ist Defensive. Der hat auch einen Niggling, da wird der Apo nicht gezündet. Verstehe ich nicht ganz. Naja, und da habe ich geguckt, das waren 3 plus Dodge, den hat sie geschafft. Dann hatte ich noch den Dodge-Reroll und so sieht eine Doppel-1 aus, liebe Leute. Ja, hier gibt es ein paar Gratis-Blocks. Und an der Stelle Blitz hierhin und schon mal 1 Gink irgendwie durchziehen. Das ist alles zu einfach, wenn die auf einem Haufen stehen. Ja, Exodius denkt hier, es ist wichtig, dass der Cage steht, aber mit den paar Leuten ist es jetzt wichtig. Er hat ja noch genug, also den Ogre hätte ich probiert. Guck mal, was passiert wäre. Also der Ogre kann da auch stehen, dann habe ich hier einen Cage. Entschuldigung für den Balken, ich wollte es machen, bevor ich was bewege. Und er hier, wenn der Blitz dahin erfolgt wäre, auf ihn, dann hätte er da gestanden, den Saurier hier vor, dann hätte ich auf jeden Fall diesen Goblin hier in akuter Surfgefahr gehabt und ich hätte einen Skink hier vorne gehabt, um den ich mich auch hätte kümmern müssen. Aber so. Ja, und man kann ja auch mit dem Gutterrunner blitzen, wenn der blockert. Zack. Da geht er zu Boden. Wieder zweiter Blitz auf dem Skink. Nichts passiert. Rüstung 7 ist halt einfach gut. Das sehen wir ja an unseren eigenen Spielern. So, mir ist jetzt wichtig, dass er nicht in die Mitte geht, weil dann kann ich ihn schwer verteidigen mit den paar Leuten. Deswegen habe ich jetzt hier mehr Leute und biete ihm hier hinten den Goblin zum Blitzen an. Da geht er aber nicht drüber, sondern blitzt hier in der Mitte. Ja. Ich meine, er hat noch ein paar Züge. Dann muss jetzt aber auch die Jungs an meine ran, ne? Das ist jetzt wichtig. Der muss jetzt dahin. So ist es hier ein Gratis-Blitz auf dem Ballträger. Ja, das ist kein Cage, ne? Also da könnte man jetzt mit Block mit dem Half-Die rein und hätte sehr gute Chancen, den Ballträger auf den Boden zu bringen. Aber dadurch, dass der Skink jetzt sich hier selber rausgebracht hat, mit, naja gut, ich brauche eine Doppel-1, bei ihm reicht auch eine 2 zum Glück, also eine Doppel-2. Ja, und so hat er sich hier jetzt selber rausgedodged. Ja, ich stelle jetzt also erstmal die Defensive auf, ich werde hier hinten den kleinen Knobbler hauen, weil so richtig gefährlich ist das jetzt nicht, was hier passiert. Deswegen, so, da, einmal zu Boden mit dem Burschen, zack. Und wir sehen, der Knobbler ist gestorben. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich, tut mir auch leid. Ah ja, bisschen. Knobbler kostet 20.000, das kann man wohl irgendwie verschmerzen, ne? So, ja, der Dodge klappt, deswegen geht er jetzt erstmal da hinter den. Dann können wir hier nochmal den Gutterrunner mit so einem billigen Goblin decken und... Jetzt hat der 3 plus Dodge geklappt und ihr seht, hier steht eine wunderbare Elfenverteidigung. Jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass er eigentlich ihn hier blitzt, um einen Skink in Touchdown-Reichweite zu bringen. Wir haben Zug 7. Das ist jetzt das Wichtigste, was passieren muss. 3 Würfelblock, genau, mit dem Ogre kann man es ja machen. Mighty Blow auf Stunty, da geht es schon bei einer 6 K.O. Ja, und wir haben die 7 gewürfelt. Nee, genau, die 7 braucht er. Nee, braucht er nicht, weil wegen Mighty Blow. Genau.
Ja, da geht der Skink jetzt einen Schritt zurück. Der steht in Touchdown-Reichweite. Niemand. Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken. Also der Skink da hinten steht in Touchdown-Reichweite, genau. Und ich glaube, dieser Saurier hier. 3, 6, genau. Ja, also versuche ich natürlich, ihn zu Boden zu bringen. Zack. Damit ist er jetzt nicht mehr in Touchdown-Reichweite. Da brauche ich auch nicht folgen. Das Einzige, was ich jetzt hier im Fehler mache in dieser Situation, ist, niemand Eigenes in Touchdown-Reichweite zu bringen. Also der Gatter hätte hier außen vorbeigekonnt in Touchdown-Reichweite. Aber mir war jetzt wichtig, mit den paar Hanseln hier eine vernünftige Defensive aufzubringen. Das heißt, der Saurier ist der Einzige, der in Touchdown-Reichweite ist. So, und jetzt kann ich hier nochmal da nochmal zwei Jungs hinstellen. Dann kann er hier nochmal dahinter. Ja, jetzt blitzt er. Wenn er jetzt stehen bleibt, ist er nicht mehr in Touchdown-Reichweite. Genau. Und da gibt es dann nur noch einen netten Block. So, und da kommt nochmal ein Pass auf den Ogre. So sieht das aus, wenn das klappt. Ja, hat ja AG 2, ne? Auf die 4 plus fängt er. Die anderen haben nur AG 1, ja. Ja gut, hier sehen wir jetzt die starken Leute. Jetzt könnte ich hier einen Halftime machen, aber wofür? Ich mache jetzt einfach, ihr habt eine Einrüstung 8 Targets stehen, der Rest hat 9. Deswegen blitze ich jetzt halt Rüstung 8. Jupp, das klappt. Die Hexe war nicht in Reichweite, sonst hätte ich die mit der Hexe geblitzt. Also nur mit Go-Fools. So. Null zu null. Sah nicht so aus, dass die Verteidigung irgendwie geklappt hat, aber ihr seht ja hier, immerhin die beiden kommen zurück und der Troll auch, sodass ich für meine Hälfte wenigstens mal wieder ein paar starke Jungs haben. Die beiden K.O.-Skings kommen auch wieder, er hat ja auch ein Babe gehabt, deswegen ja, hatte ich ein bisschen Glück. Aber ich brauche die Jungs auch für meinen Angriff. Ja, und das eröffnet mir natürlich jetzt Möglichkeiten. Diese Aufstellung mit den paar Leuten. Ich glaube, ich habe Überzahl. Hier sind schon 3 Leute draußen. Und ich weiß gar nicht, will irgendwer noch einen Pass werfen oder so, aber ich habe ja auch nur 3 Agi-Spieler. Und ich habe mich das letzte Mal so verhauen mit meinen Pässen. Deswegen im ersten Spiel, ihr erinnert euch, das war nicht ganz so schlau. Deswegen lassen wir das dieses Mal mal. So, Halbzeit. Ich muss mal kurz Pause machen ans Handy. So, willkommen zurück. Wir sehen uns jetzt hier in Halbzeit 2 wieder. Und ich drücke einfach mal auf Start. So ist der Kickoff. Und ja, wir erleiden einen Steinwurf. Das ist doch schon mal gut. Immerhin Touchback, das ist perfekt. Jetzt kann ich schon mal gleich den Ball auf denjenigen Spieler geben, der ihn bekommen soll. So. Wir fangen mal an hier. Erstmal ohne Loner blocken, das ist immer gut. Zack. Jetzt auf den Boden, das mache ich aber auch nur, weil er außer Reichweite steht. So, nun hat der Troll hier auf ihn einen Block. Und hier in der Mitte steht da noch ein kleiner Saurier. Ich hätte sogar mit ein bisschen besserem Stellungsspiel diesen Gnobbler hier hauen können. Ich hatte eigentlich vor, ihn jetzt nach da zu schieben, stehen zu bleiben und dann hätte ich hier durchgekonnt. Aber so wird das halt nichts und deswegen müssen wir halt einen Saurier blitzen. Das hat auf jeden Fall gut geklappt. Stunts dann am Boden, ne? Läuft. So. Zack. Rasend und der nächste Stun. Dreimal Stun, einmal am Boden. Ja, was soll da besser, Schlimmeres passieren? So, ich guck mal, wo die Skinks so hinkommen. Der hier kommt rum. Aber, naja, eigentlich war das jetzt ein bisschen zu. Ja. Gut, auf jeden Fall, der Blitz erfolgt hier auf der Seite.
Er hat auch nur noch 4 stehende Spieler, also was will man damit machen? Ja, so richtig, das hier verstehe ich jetzt nicht. Das sind jetzt in meiner Hälfte 1, 2, jetzt kommt noch der dritte Spieler. Der da geht auch nochmal rüber. Und jetzt kann ich fast mein ganzes Team hier hinten irgendwo positionieren und ganz gemütlich bis in Turn 15 prügeln und den dreckigen 1:0-Sieg nach Hause nehmen. So, ja, erstmal die Ratte nach vorne schicken, weil die Skinks sind ja alle da. Dann brauche ich noch nicht mal mehr in die Richtung abdecken, weil eigentlich unnötig. So, dann können wir auch erstmal blocken, weil der Cage nach hinten steht. Zack. Ja, hier denke ich mir, gut, da ist noch ein Knobbler, den kann ich nochmal hauen. Leider nur schieben. Jetzt kann er hier noch nach da. Jetzt habe ich da noch ein Feld, damit der Oger sich nicht bewegt, kommt da gleich noch ein Knobbler hin. Ich will auch gar nicht so weit nach vorne. Aber hier wäre noch jemand, der gefoult werden möchte. Ich habe ja auch noch eine Bribe. So, aber er hier muss erst nochmal nach da. Nein, warum nicht? Weil er fault, genau. Ganz wichtig, da kommt die Bribe zum Einsatz, genau. 5 plus war auch erforderlich, dass der eine da noch mitstand. Gut, ja, jetzt stehen die hier zusammen, der kann auch nochmal aufstehen, wenn er auch aufsteht. Ja, oh, guck mal, alle gar nicht dumm. Waren ohnehin wenig dumm, die Oger bisher, oder? Oh. Da kommen die Skinks, hier auch nochmal außenrum, sehr schön. Und der kleine Mann. Ja. Jetzt kann die Ratte hier hinten erstmal hinlaufen. Es war irgendwie so ein bisschen übertrieben, aber ja gut, bei dem Feldvorteil, ne? Hier, guck mal. Und anstelle, dass ich jetzt hier irgendwie gleich sicher stehen kann, ich wollte hier nochmal faulen und blitzen und wie auch immer, jedenfalls, der Troll würfelt Skull Bows down und ich denke mir, what the fuck, immerhin, der Ball ist sicher. Meiner geht raus. K.O. so ein Troll, ne? Ist ja auch klar, wenn du gegen den Oger zu Boden gehst. Was erwartest du? Ja. Ich hätte dann ihn hier geblitzt mit dem Chaos Warrior hier einmal rum. Aber so. Er hier ist jetzt mit 2 Go-For-Its, mit einem Go-For-It schon mal in Reichweite. Da kann ich mich noch außer Reichweite hinstellen. Aber außer Reichweite des Skinks kann ich mich jetzt schon nicht mehr stellen. Und da kommt der zweite Skink zur Abwehr auch zurück. Die drei stehen hier irgendwie zusammen. Ist auch noch nicht warum, aber... Ja, jetzt könnte ich natürlich hier... Schön erstmal... Ich hätte auch mit ihm, er hat aber keinen Block. Das war mir jetzt irgendwie alles zu heiß, nach dem, was da eben schon wieder passiert ist. So, jetzt kann ich ihn hier blocken. Das hätte ich natürlich jetzt auch mit dem Chaos Warrior machen können. Dann hätte ich ihn hier noch hinstellen können, aber das hindert ja nichts daran, dass die Skinks da einfach durchdodgen können. So. Ja, zurück hätte ich auch noch gekonnt, aber so weiß ich, egal was passiert, das Unentschieden habe ich eigentlich sicher. So, deswegen habe ich jetzt den Touchdown gemacht. Die Verteidigung hat eigentlich ganz gut geklappt und da muss ich sagen, habe ich vielleicht auch so ein bisschen, ja, Exodius nicht für voll genommen. Ich glaube, so kann man das, glaube ich, sagen, ohne dass das jetzt herabwertend klingt, Exodius, aber die, was bisher gespielt wurde, hat mich noch nicht so zum Grübeln gebracht. Deswegen habe ich gedacht, gut, probiere ich es einfach mal aus und spiele auf das 2-0. Außerdem hat Exodius auch nur noch 9 Spieler und ja, ich habe zwar auch nicht viel mehr, aber das wird schon. Geschwindigkeit ist bei mir. Und die Hexe.
So, und wir gewinnen beide einen Zug. Das heißt, mein ganzes Gestorle hat sich erledigt. Naja, aber das ist eigentlich gut für mich in dem Moment. Ich beschwere mich natürlich wieder im Teamspeak, weil was sollte auch sonst passieren? Wichtig ist, dass ich den Gnobbler hier noch kaputt kriege, dass es nicht irgendwie sowas Albernes wie einen One-Turn-Touchdown noch gibt. Geben kann. Das wäre dann zwar auch nur zum Unentschieden, aber ja. Und da wird wieder gecaged. Oh, und die stehen alle hier natürlich auf der Seite, wo meine Jungs auch sind. Und genau das ist, was ich bezweckt habe mit der asymmetrischen Aufstellung. Ja, da geht schon der Reroll raus. Das ist auch gut. Dann ist nur noch einer da. So, mit ein bisschen albernem Blocken, ja. Wenn ich da auch noch eine Unterstützung hinkriege mit dem One Dice, kann ich ihn da hinschieben. Und dann kann die Hexe kommen und ihn surfen. Das wäre jetzt eigentlich die alberne Verteidigung. Das Problem ist, ich brauche dann noch einen Spieler hier auf der Seite. 1, 2, 3 Spieler. Die Hexe, wenn die da ist, sind das 4 Spieler auf der Seite. Der liegt am Boden, der kann sich nicht bewegen. Hier steht schon einer an den Leuten dran. Also das ist, dann würde ich sämtliche Leute und hätte die gesamte Kraft gegen 2 Leute. Damit wäre das Unentschieden eigentlich schon besiegelt für den einen Surf. Deswegen mache ich das nicht. Ich stelle zwar ihn auch noch mit rüber, 3 Leute hier auf der Seite, aber es sind meine beiden Schnellen, die sind ruckzuck wieder auf der anderen Seite. Ich guck mal, was passiert. Zack, der geht zu Boden. Oh, und jetzt kann ich hier hinten da blitzen, nämlich, um den Skink wegzukriegen. Besser wäre gewesen, ihn nach dahin zu schieben. Aber so kann ich jetzt halt hier so ein bisschen da Leute zumindest. Wenn er da blitzt und er den nicht zu Boden kriegt, kriegt er halt im Endeffekt so ein bisschen einen Bewegungsmalus. So, und genau das ist ja mein Ziel. Ich will ihn hier hinten so lange wie möglich aufhalten. Und genau der hier geht jetzt auch zurück. Deswegen, das ist das, was ich bezweckt habe. Der Skink kriegt zwar hier einen 2-Würfel-Block jetzt auf diesen Vermin. Ja, der hat Rüstung 8. Vielleicht hält er das ja diesmal mal aus. Obwohl die Vermins sind ja sehr standhaft, sind ja eher die Rüstung 9 Spieler, die nicht so können. Ne? So, ja, er kann blitzen hier. Da hätte ich wahrscheinlich den 3 plus Dodge gemacht, einfach an der Stelle. Aber es ist genau das passiert, was ich haben wollte. Die beiden Spieler sind nach hinten gelaufen und nicht nach vorne. Und der Saurier dodgt auf die 5 plus raus. Ja, warum auch nicht, ne? So, und dann kann er hier noch da irgendwie hin. Oh. Dahin. Ja, und so gibt mir das einen 2-Würfel-Block auf den Ballträger. Weil er da steht und nicht da. Da hätte ich das nicht geschafft. Hm. Aber so. Mit einem Go for it. Post down. Der Ball scattert auf ihn. Er soll ihn nicht fangen. Er braucht auch die 6 zum Fangen. Ja. Und das ist nur eine Tackle-Zone, weil der Ogre dumm ist. Ich gehe da mal rein, kann auf die 3 plus aufheben und laufe erstmal weg. Ich hätte jetzt auch hier nach vorne gekonnt, das hätte viel, viel Dodgen gebraucht, aber ich führe ja 1-0, deswegen kann ich ja auch mal nach hinten gehen. So, da haben wir erstmal einen Einwürfelblock mit Block, das kann man auch mal gut machen. Zack, nach da, stehen bleiben, damit man keinen Block zurückbekommt. Und da kann der Chaos Warrior auch nochmal zeigen, warum er ein Warrior ist. Beim Down geht man hinterher. Ja. Der hier hat zwar einen Blitz auf die Hexe, aber dann nicht auf den Ballträger. Aber da kommt der Saurier hier rum. Das Go-Field wird nicht gemacht, warum auch immer. Er kann auch nochmal nach vorne, oder zumindest bindet jetzt den kleinen Goblin da vorne. Ach, und hier der Gnobbler. Ist der nicht süß? So, zack. Da läuft der Ogre los. Kommt nach unten hier mit der Maus. So. Da, Block Dodge. Ist immer gut, ne? Ansonsten wäre es auch ein bisschen übel gewesen. Ja, die beiden hier haben Dodge, ne? Was soll passieren?
Doppel-Einsen. Ha! Ja, hier steht er jetzt auch nochmal mit vorne. Da kommt noch der nächste. Und die stehen jetzt alle bei mir in der Hälfte. Aber ihr wisst, Gutterrunner sind schnell. So, ich blitze ihn hier vorne erstmal weg. Das liegt daran, dass ich da vorne einen Käfig bauen möchte. Ja, und normalerweise, ich mache mal kurz Pause. So, ich habe mal ein bisschen gerechnet. Da wäre Touchdown-Reichweite. 2 plus, also 1, 2, 3 für den nächsten Dodge. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Könnte ich genau dahin laufen, wenn ich hier 2 plus Dodges mache. Aber ich entscheide mich jetzt dafür, hier diesen einen Dodge nicht zu machen. Und dadurch gehe ich eine Bewegung mehr dahin. Und deswegen komme ich nur auf die Reihe und sage mir, gut, ich habe dann ja noch 3 Züge. Da muss ich jetzt nicht so viel würfeln. Er hier darf jedenfalls erstmal dahin. So, und dann gucken wir mal weiter. So, und das passiert jetzt auch. Der Käfig steht. Und dann denke ich mir, nein, ich mache jetzt keinen 2 plus Dodge mehr, sondern er geht jetzt dahin. Ja, die jungen Herren hier, mir ist wichtig, dass der Gutterrunner da rumkommt. Der hier kann den ruhig binden. So, da ist noch so ein kleiner Gnobbler. So, aber wichtig ist hier, dass der hier nicht irgendwie wie wild da rumdodgt. Deswegen, da ist meine Laufreihe, da möchte ich hin, am besten hier hinten irgendwie hinstellen. Und da weiß ich jetzt schon, dass da eigentlich kaum jemand rankommt. Da klappt der 3 plus Dodge sogar. Das war ein bisschen blöd, weil eigentlich hätte er hier gebunden werden sollen. Aber na gut, der hier unten ist jedenfalls dumm. Und da bewegen sich die Skinks schon wieder auf den Rückweg. So, da schön der Block. Da geht der letzte Reroll. Vielleicht, wenn die anderen sich erst bewegt hätten, dann hätte ich hier den Block gemacht. Ja, hier wird der Chaos Warrior schön eingebaut. Aber er hier ist frei. Und da steht auch noch ein Gnobbler. Gratis 3-Würfel-Block mit Block. Den nehme ich. Ich glaube, das ist auch gleich das Erste, was ich mache, ne? Genau, weil er steht in Touchdown-Reichweite. Zack. Er geht zu Boden. Geht zwar nach da, aber ne? Rüstungsbruch ist quasi garantiert beim Gnobbler. Und der kriegt damit noch 2 SSP. Damit ist er mit einem Touchdown in... Ja, wie nennt sich das? Hat er ein Level-Up? Genau. So, und dann machen wir jetzt mal mit 2 Rerolls noch ein Hand-Off. Der hat geklappt. So, dann können wir den jungen Mann hier... Also er ist, muss gebunden werden, das ist wichtig. Aber jetzt natürlich nicht mehr. So, können wir ihn hier unten auch nochmal mit rumbringen. So, und dann gucken wir mal, ob der andere Vermin hier dodgen will. Wir haben noch einen Reroll, 3 plus 3 plus. Der zweite klappt. Und dann kann er eigentlich dahin. Nee. Naja. Weil das Schlimmste ist, wenn ich jetzt mit ihm auch noch 3 plus dodgen müsste. Ja, der ist jetzt das zweite Mal dumm. Gut, der ist auch eh außerhalb der Reichweite. Aber er steht als Touchdown-Bedrohung hier. Naja. Ein Ogre als Touchdown-Bedrohung. Oh, hier wird nochmal wild geblockt. Der Chaos Warrior erfüllt seine Pflicht. Rüstung 9 geht down. Bestimmt K.O. Ne, nicht? Das war nur in der ersten Halbzeit so. Na gut. Okay, ja, hier wird nochmal ein bisschen gebunden, aber nicht in die Richtung, die eigentlich schlimm wäre. So. Dadurch, dass er jetzt weggeht und sich da hinstellt, er hätte sich nur da hinstellen müssen. Dann hätte ich schon Schwierigkeiten gehabt, einen 2-Würfel-Block zu kriegen. So. Muss ich nur ihn hier dahin stellen, dann hat er hier den 2-Würfel-Block auf den jungen Mann hier. So, und jetzt hätte ich hier nochmal mit einem 2-Plus-Dodge einen 3-Würfel-Block auf ihn hier bauen können. Aber wenn ich einen Vermin stehlen kann, dann tue ich das doch auch. Ja, das hat gut geklappt. Danke, liebes Gnobblers, Snotlings, wie auch immer ihr heißt,
für die gratis SSP und danke Exodius, dass du sie im Team hast. Aber das habe ich ja auch schon live gemacht. So. Ja, ich kann es an dieser Stelle schon verraten. Ich glaube, bei 2:0 Führung und nur noch einem ausstehenden Turn ist das relativ klar. Es gibt auch keinen Wurf von Turn Touchdown. Er hat auch nicht genug Spieler, um Skink nach vorne zu pushen. Deswegen an der Stelle 2:0 ist das Endergebnis. Endlich mal ein Sieg. Aber ich muss sagen, ich bin ganz zufrieden mit meiner Verteidigung in der ersten Hälfte. Die war jetzt auch nicht so schwer, aber nichtsdestotrotz muss die natürlich auch erstmal klappen. So, und hier kann er aber, ich habe ihm die Dodger in die erste Reihe gestellt, weil das sind die Jungs, die ich irgendwie verschmerzen kann. Der Rest kostet mir viel zu viel Geld, als dass ich jetzt irgendwie noch Gratis-Hits darauf gebe. Deswegen, und irgendwer hat hier auch einen Niggling. Er hier, genau. Ja, der Ball fliegt leider da hinten hin, also, aber, na gut, für den letzten SSP-Pass, das wird schon. Und auch hier keine drei Würfelblocks gemacht, ne? Die haben nur Stärke 2, hier hinten stehen zwei Leute, ich verstehe das nicht so richtig, die haben jetzt sogar Stärke 7, das ist, damit hätte man sogar einen Stärke 3 Spieler, ja. So, der hatte jetzt mal drei Würfel, das hätte ich aber auch mit denen hier haben können. So, und da drüben bringt er hier nochmal und ich glaube, es gibt dann noch einen Abschiedsfoul nach dem Pass. Oder? Zack, da kann er nochmal passen. Jupp. Damit kann der Ball hier nach vorne getragen werden, dahin. So, kommt noch ein... Ach nee, wir haben ja noch den Blitz. Der muss da sogar ein Go for it für machen. Zack. Beide gehen zu Boden. Einer geht K.O. durch kleinwüchsig auf die 7. Aber Mighty Blow wäre ja auch noch da gewesen. Ja, das Postdown hätte ich dann auch genommen. Gut, liebe Leute, das war das Spiel. 8 Rüstungsbrecher auf meiner, 7 auf seiner. Dafür waren das irgendwie gefühlt alles 33 Tackles. Ja gut, ich habe halt auch ein paar Startblocks gegeben bei 2:0. Naja. SSP haben wir hier 11 und da haben wir 15. Auch das hat ganz gut geklappt. Ich glaube hier, die Würfelergebnisse haben jetzt diesmal nicht ganz... Ich habe nur 3 Skulls gewürfelt. So. Dafür Exodius 13, eine Menge schieben, aber ich glaube, das ist alles so... Kann man als Normalverteilung sehen. So, haben wir hier irgendwie was Dummkopf von 30 mal nur 4. Boah. Ist, denke ich, auch okay. Das war aber viel auch in der zweiten Halbzeit. Die Säge war natürlich unglücklich für ihn. Da hätte er noch viel, viel mehr raushauen können. Naja, gut. Aber wir haben uns 2 Level-Ups erspielt. Und die gucken wir uns gleich mal an. So, wir haben hier einmal den Gossenläufer. Der hat einmal einen normalen Skill. Und ich hatte ja schon gesagt, der Junge kriegt Ringen. So, dann habe ich hier noch einen weiteren Spieler, der Blitzer. Ich habe mal geguckt, ich spiele erst an den letzten beiden Spieltagen wieder gegen Leute, die prinzipiell Dodge haben. Im nächsten Spiel wird es Wolf Dislike sein, gegen den ich spiele, also der eigentliche Organisator der Liga macht das ja auch mit Stin zusammen und der hat einen Hochelfen Werfer oder ein Hochelfenblitzer, der schon Dodge hat. Dafür könnte ich Tackle gebrauchen, in den danach folgenden Spielen wiederum nicht. Deswegen, ich werde einfach Mighty Blow skillen. Und das ist jetzt der Grund, warum ich einen Underworld-Blitzer genommen habe. Und zwar kann der halt mutieren auf dem Normal. Und man könnte jetzt zum Beispiel auch schon Klauen nehmen. Beim Skaven brauche ich dafür einen Pasch. Deswegen für die Underworld-Blitzer ist es gar nicht wichtig, irgendwie Pasch zu würfeln, weil die haben, ich könnte jetzt hier Hörner nehmen oder Klauen oder, ne? So, ich gucke mir das nochmal an. Ich werde aber wahrscheinlich Knochenbrecher nehmen. Knochenbrecher bringt einem meistens mehr als Klauen. Das hängt aber so ein bisschen jetzt von meinem nächsten Team ab. Und deswegen, Klauen ist nur bei der Rüstung, setzt die Rüstung auf 7 zurück. Also das heißt quasi bei Rüstung 8 Spielern habe ich das gleiche Ergebnis mit Mighty Blow, also Knochenbrecher auch, weil das setzt ja oder hilft mir auch bei 1.
Wenn ich aber die Rüstung so auf einer 9 oder 10 durchschlagen habe beim Rüstung 8 Spieler, habe ich den Knochenbrecher dann für den Verletzungswurf. Deswegen ist Knochenbrecher da ein bisschen besser. Außer es handelt sich bei einem um einen Rüstung 9 Spieler. Und deswegen, wir gucken uns das hier mal an. Liga der Besten heißt das Team, das Wolf Dislike zusammengestellt hat. Und wir sehen hier, wir haben im Endeffekt 5 Zwergenblocker. Ja, mit denen kann sich aber mein Troll und die Chaos Warrior auseinandersetzen und die haben nur Stärke 3. Wir haben hier durchgängig Stärke 3, das heißt, wir haben den Stärkevorteil und bei diesen beiden Bretonen, die hier sind, bei den beiden Vampiren und bei ihnen, bei den beiden, da hilft mir Mighty Blow mehr. Und wir sehen hier, das ist genau der Jung, wo wir das Tackle brauchen. 3 Rerolls hat Wolf schon. Ich denke, den hat er sich jetzt gekauft hier, deswegen ist keine Kohle mehr da. Ja, 11 Spieler. Oh. Läuft so ganz gut, denke ich. Wie viel Teamwert? 1110. Bei mir sieht es hier so aus, dass ich zwar jetzt wunderbar was habe, aber mir fehlt ja hier auch noch ein Spieler, deswegen einen Skill habe ich noch zu verteilen. Das machen wir doch jetzt mal. Wir haben es ja gerade schon gesagt. Das wird Knochenbrecher. So. Und dementsprechend haben wir jetzt 1, 2, 3, 4 Skills im Team. Und dafür fehlt hier aber auch der Chaos Warrior mit 5 SSP, der jetzt einen Niggling hat. So, ich habe 90.000 in der Kasse. Das reicht leider nicht, um hier den nächsten Wiederholungswurf zu kaufen. Das ist eigentlich das, was ich haben will. 3 Rerolls wäre schon sehr, sehr, sehr gut. So, und das bedeutet, ich kriege auf jeden Fall wieder einen Loner dazu. Das kann im schlechtesten Fall ein Beastman sein. Und damit hätte ich mehr Punkte als Wolf. Und ja, aber so, wir sehen hier erstmal die 50.000. Also das wird keine Inducements geben in der nächsten Runde. Gut, das soll es jetzt erstmal wieder gewesen sein. Genug gequatscht. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Jagul.